Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit Sim Airport. Ja, wir haben ja letztes Mal etwas ausprobiert und mussten dann ganz schlicht und ergreifend feststellen, dass unser Security-Bereich viel, 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 viel zu klein ist. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass wir das Ganze umändern. Oh. Wir haben auch noch, warum werden diese Check-In-Schalter hier nicht besetzt? Wo geht ihr hin? Das würde mich mal interessieren. Wohin geht ihr? Ach, weil da teilweise noch gar kein Personal an den Dingern ist. Oh. Okay. Aber die Frage ist, warum stellen sich die Leute nicht in der Schlange an? Idling. Idling heißt? Okay, ich habe kurz geguckt. Idling heißt Leerlauf. Okay. Die Frage ist ja, diese Warteschlange ist ja mit diesem Gate-Schalter verbunden. So, aber wieso? Aber wieso funktioniert es nicht, dass die sich da anstellen? Was brauchen die dann noch? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wir viel zu wenig Personal haben. Und am besten wäre ja, wir haben ja hier den ganzen unteren Bereich, den wir sozusagen als Security machen könnten. Hier ist ein kleines Ausrufezeichen. Missed Flight. Oh, okay. Weil ihr da nicht durchkommt. Ja gut, wenn wir wenn wir jetzt bedenken, wir haben hier 512 800 0% gebordet. Oh je. 800, dann sind das nochmal 500, sind 1300. Die tendenziell jetzt hier abfliegen können, und das ist ja nur mal, was weiß ich, eine Hälfte da davon. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Security-Bereich erweitern.
So, die Frage ist nur, wie. Ich konnte doch... Man kann doch hier irgendwie sagen, die Schlange ist doch nur für... Zuordnen zu. Ah, guck mal, Economy und das ist alles... Wenn wir da jetzt überall noch Economy reinmachen, dann verteilen die sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Kann ich mir vorstellen. Okay, also da stellen die sich jetzt an. Ich habe schlimme Befürchtungen. Der Security-Bereich muss mindestens 5-mal so groß sein. Mindestens. Jo. Okay, was ich auf jeden Fall schon mal machen würde. Ich steck das hier schon mal ab, so. Weil das alles braucht diese Etage nicht. So. Oh je, können wir das umbauen während dem Betrieb? Das ist die große Frage. Wir haben ja hier noch Toiletten und so weiter. Ja, das könnten wir hier dann auch noch machen. Okay, so, dann hätten wir... Ein Bereich. Das ist ja okay, das Gewusel hier. Hier staut sich's auch noch. Hier staut sich's auch wieder. Ich würde fast schon eins sagen, dass wir die Leute strikt teilen. Also wir haben ja dann 28 in der Breite. Das ist natürlich etwas blöd. Weil dann wird es auf jeden Fall unsymmetrisch. Laufen die eigentlich auch so durch? Sich zum Beispiel der da. Oder was genau machst du dann zum Beispiel? Läufst jetzt wieder zurück. Und warum? Okay.
Was passt dir nicht? No charge back. Okay. Ach, das heißt, er kommt hier nicht durch. Heißt es, der kommt hier nicht durch, weil weil du ja hier immer Gepäck aufbringen musst, das kann natürlich auch sein. Aber das würde ja bedeuten, naja, die könnten ja hier hinten einfach langlaufen, weißt du? Also warum? Das ist echt nicht einfach. Digitale Lager, Security, Büro, Elektro, Gepäckausgabe, Kaffee. Okay. Idling. Wartet auf das Einsteigen der Flugbesatzung. Aktiviere Passagiere markieren für weitere Infos. Ja, und warum geht ihr jetzt zum Beispiel nicht hoch? Warte auf Flugbesatzung, ja, Flugbesatzung boardet. Warum hältst du dich jetzt da unten auf, wenn dein Flug hier ist? Warum haltet ihr euch überhaupt da auf? Hä? Okay, ich glaube, ihr braucht noch ein paar von diesen hier.
So und so. Oh, echt? Wo lauft ihr jetzt hin? Oh. Ach, das ist das Personal. Hoch.